Now and forever. Hallo und herzlich willkommen zum Interviewblog von Now and Forever TV. Mein Name ist wie immer Moritz Stump. Heute ausnahmsweise nicht im Alpha 1 und auch nicht beim Coaching, sondern heute sind wir in der Theresienstraße 9. Heute besuchen wir nämlich die Sabine Tipp. Hallo Sabine. Hallo Moritz. Sabine, was passiert hier eigentlich in der Theresienstraße 9? Was ist das hier? Ja, also das hier ist mein Büro. Ich bin die Sabine, bin Sozialpädagogin von Beruf und das hier ist das Jugendkulturmanagement Connection. Wir machen jugendkulturelle Veranstaltungen fürs Jugendamt der Stadt Fürth, quer durch die ganze Stadt. Alles, was mit Jugendkultur zu tun hat, es können Partys sein, Konzerte, Events, Open-Air-Veranstaltungen, Dance-Contests und Now and Forever. Sehr schön. Sind wir bei Now and Forever gleich schon angelangt. Wo und wie und wann entstand denn die Idee zu Now and Forever? 3W-Fragen übrigens. Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also, die große Idee gibt es schon eigentlich relativ lang. Einfach, weil wir ganz viel Tanzveranstaltungen machen in Fürth. Tanzen hat eine ganz, ganz große Tradition in Fürth. Wir machen hier Dance-Contest jedes Jahr ein beim Fürth-Festival. Wir haben B-Boy-Battles gemacht und in jedem Jugendhaus gibt es eigentlich einen Tanzraum. Und Tanzen ist schon immer das Ding hier in Fürth für die Jugendlichen. Die eigentliche Idee, die hatte der Horni. Okay. Den habt ihr hier, glaube ich, auch schon interviewt, ne? Und ja, der hatte eben die Idee, kam damit heran und hat gesagt, Mensch Sabine, das wäre doch mal was, so ein Musical zu machen. Und dann haben wir uns im Sommer zusammengesetzt und haben so das ganz, ganz, ganz grobe Grobgerüst für Now and Forever entworfen zusammen. Okay, sehr schön. So viel zur kleinen Entstehungsgeschichte von Now and Forever. Jetzt mal eine andere Frage. Du bist ja quasi das Connection eigentlich schon selber in Person. Seid ihr die einzigsten Träger von diesem Musical-Projekt oder gibt es da noch Unterstützer? Nee, es gibt zum Glück noch Unterstützer. Also wir allein könnten das niemals stemmen. Natürlich einmal das ganze Jugendamt. Also es ist auch eine Veranstaltung der gesamten Abteilung Jugendarbeit des Jugendamts, der stattfindet. Und unser größter Unterstützer ist der Bayerische Jugendring. Die haben ein Förderprogramm, das heißt Integration. Das heißt Integration in Jugendhäuser von Jugendlichen, die damit eigentlich noch nichts zu tun haben. Und über dieses Förderprojekt Integration haben wir den Höchstfördersatz bekommen, den so ein Projekt überhaupt kriegen kann, nämlich 15.000 Euro. Das ist wirklich eine ganze Menge Geld. Und ohne diese 15.000 Euro hätten wir das niemals stemmen können, Now and Forever zu realisieren. Okay, und wenn du sagst, dass du dass das seit letztem Jahr im Sommer 2008 schon die groben Ideen gab, wie waren denn die Ziele des Projekts eigentlich, gerade aus sozialpädagogischer Sicht? Ja, wie gesagt, das Überwort ist Integration. Unter diesem Motto steht es eigentlich alles. Und wir wollten halt ganz viele Jugendliche und junge Erwachsene zusammenführen, die sonst eigentlich gar nicht zusammenkämen, sei es, weil sie unterschiedliche Bildungshintergründe haben, weil sie aus unterschiedlichen Stadtteilen kommen, natürlich auch unterschiedliche Altersgruppen sind. Also die haben ja eigentlich recht wenig miteinander zu tun. Und unser Hauptanliegen war einfach, Jugendliche zusammenzuführen in einem großen Projekt und ihnen überhaupt auch mal zu zeigen, was es alles so gibt an Jugendeinrichtungen in Fürth. Weil wenn man in der Innenstadt wohnt, dann kennt man zum Beispiel recht selten, dass es auf der Hart noch ein Jugendhaus gibt. Oder wenn man auf der Harthöhe wohnt, weiß man vielleicht nicht, dass es das Alpha 1 und den Südstadttreff gibt. Und irgendwie diese Bandbreite der Jugendarbeit in Fürth zu zeigen und verschiedene Jugendliche in einem Projekt zusammenzuführen, das waren so unsere Hauptanliegen. Okay, wenn du dann schon sagst, dass es gerade so viele Hauptanliegen waren, wie siehst du denn dann die Ziele verwirklicht momentan? Sind sie verwirklicht worden? Also ich finde, die Ziele sind absolut verwirklicht worden. Ich hätte mir wirklich nicht träumen lassen, dass es so gut funktioniert. Ich bin total begeistert. Also die coachen sich wirklich gegenseitig, unsere Teilnehmer. Die halten zusammen Jugendliche, die sich wirklich vorher aufgrund ihrer Lebensumstände wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen wären, haben sich angefreundet, arbeiten zusammen an dem Projekt, gehen jetzt auch zu diesen Sonderterminen, wo man sich selber coachen kann und miteinander weiter üben. Das läuft so toll. Ich bin total begeistert. Also habt ihr außerhalb von den normalen Coachings, die von sehr professionellen Tanzcoaches und Gesangs- und Rap-Coaches geführt werden, auch noch weitere Termine für die Jugendlichen? Ja, also die Kollegen vom Alpha 1, wo ja auch ganz viele der Coachings stattfinden, haben uns jetzt ganz freundlicherweise an zwei Abenden noch jeweils für eine Stunde ihre Tanzräume zur Verfügung gestellt und da können die Jugendlichen eben kommen und sich gegenseitig coachen, die Choreos weiterentwickeln, nochmal üben und es waren ja auch manche mal krank oder so und dann kann man einfach sich jemanden schnappen und sagen, Mensch, ich war da und da nicht da, kannst du mir das zeigen und dann machen die das und es funktioniert super. Also beim letzten Mal waren, hat mir der Horni gerade erzählt, 8 Leute da. Ja, wunderbar. Es ist unglaublich, wie viel Zeit da die Jugendlichen auch aufwenden.
Ja, das Musical findet ja am 5. Juli in der Stadthalle statt, die Premiere. War es schwer, an die Stadthalle ranzukommen? Es ist ja schon ein großer Laden, die Stadthalle, die größte mögliche Sache ja in Fürth. Also es war glücklicherweise nicht sehr schwer, an die Stadthalle ranzukommen. Ich meine, es gibt ja überhaupt nur zwei Möglichkeiten, so etwas Großes überhaupt aufzuführen in Fürth. Das wäre das Kulturforum und die Stadthalle. Wir haben natürlich mit beiden verhandelt. Die waren alle beide waren wahnsinnig kooperativ, sind uns unwahrscheinlich entgegengekommen. Aber die Stadthalle ist natürlich die Option 1, einfach wegen der Riesenbühne. Und wir haben ja, wie du weißt, mehr über 50 Teilnehmer, die jetzt übrig geblieben sind. Und wir brauchen halt wirklich eine große Bühne. Und dafür ist die Stadthalle halt optimal. Und die sind uns wirklich so entgegengekommen mit allem. Also das ist unglaublich. Also vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle. Sowohl an die Kollegen vom Kulturforum als auch von der Stadthalle. Super, vielen Dank. Dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Die Jugendlichen würden sich an dieser Stelle mit Sicherheit auch gerne anschließen. Von denen in meiner Person auch mal ein großes Dankeschön an die Stadthalle und auch ans Kulturforum natürlich. Jetzt von dir vielleicht noch abschließende Worte an die Jugendlichen, die ja auch sich diesen Blog immer gerne anschauen. Ja, natürlich, Leute, macht Werbung für unsere Veranstaltungen. Als erstes am 19.04. die Preview im Elan. Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. Die 2 Euro Eintritt sind wirklich gut investiert. Bringt alle mit, Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, eure kleinen Geschwister, auch im Kinderwagen, völlig egal. Bringt sie alle mit. Und natürlich am 5. Juli die Premiere, ganz wichtig. Macht wirklich dick Werbung dafür, weil ihr wisst ja, einmal Stadthalle ausverkauft, dann gibt es eine zweite Vorführung. Also macht wirklich Werbung und vor allem, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Ich denke, das ist echt sehenswert und sowas hat Fürth noch nicht gesehen. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut und schaltet vor allen Dingen wieder ein, wenn es wieder heißt Now and Forever TV. Ciao, macht's gut.